Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Diablo-Video. In diesem Video geht es um Stat-Priorities, oder wie man auch sagt, die Wichtigkeit von Stats, beziehungsweise wie sich Stats später verhalten. Wichtiges Beispiel hierfür ist zum einen Vitalität, dann der Main-Stat, All-Resistance und Armor. Und was die so alle machen, werde ich da mal kurz hier drauf eingehen. Also, Vitalität zum Beispiel verhält sich zum Ende hin besser als früher. Wenn man Level 1 ist, bekommt man pro Vitalitätspunkt 10 Leben. Mit Level 60 sind das 35. Das heißt zum Beispiel 100 Vitalität sind am Anfang nur 1000 Leben, später sind es 3500. Und wenn man dann Lebensbonus hat, bei mir sind es gerade 30%, sind es dann eben 1300, beziehungsweise schieß mich tot, 4000 irgendwas. Das Ganze ist ja noch ganz gut, weil es halt nach oben hin besser scaled. Aber bei All Resistance und Armor ist das genau umgekehrt. Ich habe jetzt bei ungefähr 6, bei 850 All Resistance im Schnitt habe ich eine Damage Mitigation von circa 74%. Bei der Armor habe ich aber nur 52%. Da habe ich nämlich nicht so viel. Und wenn man jetzt mal als Vergleich nimmt, hier nehmen wir zum Beispiel mal diesen Stat hier, Kältewiderstand 74,76. Wenn ich jetzt die Schuhe entferne, das sind 65 Euros ist weniger, bin ich bei 73,13%. Also diese 65 All Resistance bewirken eigentlich nur 1,5%, 1,6% All Resistance. Bei der Armor ist das krasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Schuhe mit fast 600 Armor entferne, das sind 52%, jetzt sind es 47%. Also das sind schon 5%. An diesem Beispiel kann man ziemlich gut sehen, dass Stats später sich anders verhalten als vorher. Hätte ich jetzt zum Beispiel 10.000 Armor und eine 300 All Resist, dann wäre es genau umgekehrt. Also ab einem gewissen Wert von ungefähr 800 All Resist und ab einem gewissen Wert von ungefähr 7.000 Armor steigen die Werte kaum noch. Wenn man jetzt zum Beispiel 800, na sagen wir mal, wenn man jetzt 700 All Resist hat, aber nur 3000 Armor, dann sollte man auf einem Ausrüstungsgegenstand eher Armor suchen als All Resistance, weil Armor sehr viel mehr bringt, preis-leistungstechnisch her. Am Anfang ist es so, dass ein All Resistance mit 10 Armor genau gleichzusetzen ist, von der Defensive her. Aber später ist es so, dass ein All Resistance ungefähr mit 3, 4 Armor gleichzusetzen ist und naja, man kann auf einem Item bis zu 400 Armor bekommen. Das wäre dann damit so ein Äquivalent von 200 bis 300 All Resistance und das kann man niemals auf einem Item bekommen. 80 ist Maximum. Zu den anderen Stats, der Main Stat, der zum Beispiel bei Magier Intelligenz ist, bringt bei mir jetzt 2387, bringt bei mir 238,6 All Resistance. Das ist einfach Intelligenz durch 10 gerundet. Und ja, je mehr Intelligenz ich jetzt stacken würde, desto weniger würde das im Hinblick auf All Resistance bringen, aber nicht im Hinblick auf Damage. Der Prozentwert bleibt zwar gleich, also es ist immer eine Intelligenz gleich 1% mehr Schaden, aber mit jedem Intelligenzpunkt werden diese 1% natürlich stärker. Am Anfang bringt ein Intelligenzpunkt vielleicht 10, 20 Schaden. Später sind es so 30 bis 40 und sehr viel später geht das über die 100. Also da bringen dann 100 Intelligenz schon keine Ahnung wie viel 1000 Schaden. Also es steigt exponentiell. Es ist einfach eine exponentielle Kurve. Das ist natürlich mit Stärke und Geschick genauso. Aber bei Stärke hat man halt das Problem mit Armor auch. Also dass irgendwann viel Stärke nicht mehr viel bringt, außer schadenstechnisch. Und bei Geschick hat man die Ausweichchance, da ist es noch krasser. Bis 100 Geschick steigt es extrem stark. Dann gibt es einen Sprung auf, ich meine 500 oder sowas, da wird es dann schon langsamer, dann 1000 und dann 2000 bis 8000 oder sowas. Und ab 2000 Geschick bringt eine weitere Geschickerhöhung fast gar nichts mehr in Richtung Ausweichchance. Also ihr müsst auf jeden Fall immer die Stats balancen. Bei anderen Stats wie zum Beispiel Prozentleben, Life on Hit oder Lifesteal ist es relativ egal. Prozentleben wird mit jedem
30% besser, wenn ihr jetzt 50.000 Leben habt. Also ich habe gerade 52.000 mit 30%. Wenn ich jetzt nochmal 10% drauf habe, dann habe ich nochmal 2.500 Leben mehr, oder nein, es sind noch mehr. Puh, ich will das gar nicht im Kopf ausrechnen. Am stärksten in Sachen Damage ist immer der Stat, den ihr am wenigsten habt. Bei mir ist das Crit Damage 233%, Crit Chance habe ich 50% und Attack Speed 2,26. Ich habe jetzt im Hintergrund so eine Seite, die packe ich in die Beschreibung, da könnt ihr sehen, was die einzelnen Stats für euch bringen. 1% Crit Chance würde mir, glaube ich, 600 oder 700 DPS bringen, aber 10% Crit Damage, das ist ungefähr gleichzusetzen, weil auf dem Amulett kann man zum Beispiel 10 Crit Chance haben, aber 100 Crit Damage. 10% Crit Damage würden mir fast 2000 DPS geben. Das heißt, allein dieser Stein in dieser Waffe bringt mir 17 bis 20.000 DPS. Das wäre zum Beispiel durch Intelligenz kaum zu erreichen oder allein dadurch, dass ich auf dieser Waffe mehr Damage hätte. Deswegen würde ich mir jetzt ein neues Amulett zulegen, würde ich wahrscheinlich Attack Speed vernachlässigen, weil ich davon genug habe, oder ich dann später zu Tarashas Rüstung wieder wechsle und mir dann einen hohen Crit-Damage-Wert holen, damit ich dann meinen DPS-Wert gleich um 10.000, 15.000 boosten kann, easy. Also ihr müsst immer eure Stats vergleichen, alles ausbalancieren, es bringt gar nichts, wenn ihr alles auf einen Stat setzt, denn damit kommt ihr nicht weit in Sachen Damage. Wenn ihr nur Crit habt, aber keinen Crit-Damage, dann macht ihr keinen Schaden. Denn ihr könnt critten, aber ihr macht nicht wirklich mehr Schaden. Versteht ihr? Also, ja. Gut. Ich verstehe, dass es bei einigen Klassen schwer ist, die Armor hochzuhalten. Der Barbar hat da null Probleme, weil ein Stärkepunkt gleich ein Armor ist. Und ein Bart mit 2000 Stärke hat einfach mal 2000 Armor mehr als andere Klassen. Wäre dann bei mir jetzt schon, bei meinem Intelligenzwert, nicht 3200, sondern ich wäre dann bei 5500 circa. Und das wäre dann auch schon eine Mitigation von 65%, sage ich jetzt mal, 66%. Wird auf jeden Fall schon eine ganze Menge bringen. Armor könnt ihr eigentlich überall drauf haben. Blackthorn Sur haben 250 circa Standard. Blackthorns Rüstung hat halt von sich aus über 400. Depdiggers haben auch 400. Witching Hour habe ich jetzt mit Armor bekommen. Auf dem Rest habe ich es jetzt nicht. Wäre noch wünschenswert, aber ich sterbe nicht, von daher ist mir das eigentlich relativ wurscht. Wenn ich die Energierüstung reinpacke, bin ich auch bei 4500 Armor, bin ich auch schon bei 60%. Mein Aurus ist so bei 1000 irgendwas. Und wie man hier sieht, die steigen nur von 74% auf 77%. Und das sind 200 Aurus mehr. Also, daran kann man sehr gut sehen, wie wenig Aurus bei mir jetzt bringt. Und wie viel Armor bringen würde. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Video zu Sachen Stats in Diablo 3. Wenn ihr mehr wollt, fragt ruhig. Ich beantworte so gut wie alle Fragen. Bald wird dann noch ein bisschen Content zu diesem neuen PC-Server kommen, auf dem ich dann bald spielen werde. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.